Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts der Stadtgeschichte. Heute geht es ein bisschen reißerisch formuliert. Unser Gast fand es übrigens überhaupt nicht gut, um das braune Stuttgart, um Stuttgart im Nationalsozialismus. Und wir gehen ja rückwärts in der Geschichte und wir haben regelmäßig Gäste. Wir erzählen einmal die Geschichte Stuttgart von hinten, also von jetzt bis in die Vor- und Frühgeschichte in 8 Episoden. Ich muss das nicht alleine tun, beziehungsweise ich habe jemanden, der das noch viel besser kann, als ich das kann. Das ist Professor Püter von der Universität Stuttgart, mit dem ich mich abwechsle und abwechselnd einen Spezialisten für die jeweilige Epoche einlade und jeweils den anderen unwissend dazu bitte. Und dieses Mal ist der Unwissende der Herr Professor Püter. Natürlich ist Professor Püter nie unwissend und gerade auch nicht beim Thema Nationalsozialismus, aber vielleicht können wir ihn doch an der einen oder anderen Stelle überraschen. Herr Professor Püter, wir müssen, glaube ich, aber zusammen erst noch mal kurz auf die letzte Folge zurückgucken. Da hatten Sie Professor Dr. Reinhold Weber mitgebracht zur Stuttgart in der Bundesrepublik nach 1945. Welche Themen sollten wir aus Ihrer Sicht auf jeden Fall heute auch aufgreifen? Was waren Ihre Dinge, die Sie aus der letzten Folge auf jeden Fall mitgenommen haben, die wir heute irgendwie, die wir weiterverfolgen müssen? Ja, ich will jetzt nur ein Stichwort einwerfen. Es gab einen Begriff, der die Kultur der Stadt Stuttgart in der Zeit nach 1945 markiert, Konsensliberalismus. Also eine Form des Miteinanders, die auf Ausgleich, Kompromiss und Verständigung ausgerichtet ist. Und eine interessante Frage wäre, ob die sogenannten braunen Jahre in Stuttgart diese Konsenskultur gänzlich eliminiert haben oder ob es sozusagen unterirdisch noch Relikte dieser Konsenskultur gab, die auch in dieser schrecklichen Zeit konserviert wurden. Ja, war auch etwas, was ich ganz, ganz stark mitgenommen habe, die Kultur des Kompromisses, glaube ich, haben Sie es genannt, auch den Konsensliberalismus, diese Politik der relativ geringen politischen Gegensätze in Stuttgart war sehr charakteristisch und es wird spannend sein zu sehen, wie das im Nationalsozialismus war. Jetzt darf ich natürlich unseren Gast heute verraten und es war wirklich schwierig, jemanden zu finden, Herr Professor Püter, der zum einen, wie Sie es so schön als Fußballbegeisterter sagen, ablösefrei war und der zum anderen mehr über den Nationalsozialismus weiß in Stuttgart, als Sie es selber tun. Und ich bin so froh, dass mein geschätzter Kollege Professor Roland Müller, der Leiter des Stadtarchivs, heute da ist. Denn von dem kann man auf jeden Fall beides behaupten, sowohl, dass er in diesem Falle ablösefrei ist, weil er ein Kollege ist, und im zweiten Falle wirklich ein Spezialist für die Geschichte Stuttgarts im Nationalsozialismus. Herr Professor Müller, schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie uns mit Ihrer Expertise heute zur Verfügung stehen. Wir fangen vielleicht einfach mal von hinten sozusagen an. Wie kann man sich denn dieses Stuttgart am Kriegsende vorstellen? Wie kann man sich die Situation in der Stadt rund um die Kapitulation, wie sieht Stuttgart aus? Ja, Stuttgart war Ende des Krieges von 53 Luftangriffen betroffen. Die Innenstadt war ziemlich beschädigt und war schon 1944 zur Sperrzone erklärt worden. Die Straßenbahn, wenn sie wiederhergestellt war, fuhr da durch ohne Halt. Natürlich gab es Probleme mit der Infrastruktur. Gas war schwierig, Stromsperren nahmen zu, Ausfallzeiten der Bahn auch. Die Kartei des Ernährungsamts verzeichnete noch 280.000 Personen. 1939 zählte man 460.000 Einwohner. Wobei unter diesen 280.000 Personen waren, das auch zu sagen, noch genau 24 sogenannte jüdische Sternträger. Und es waren etwa 30.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die damals in der Stadt waren. Es waren zwischenzeitlich schon einmal mehr gewesen. Ein Netz von Lagern überzog diese Stadt in geschlossenen Schulen, Gasthäusern. Ein Großteil der 180.000 Obdachlosen war evakuiert. Produktionsanlagen waren über das ganze Land zerstreut.
Das Ende der NS-Herrschaft, wenn man so will, leitete der sogenannte kopflose Dienstag. Das war der 3. April 1945 ein. Da kam die Meldung über den bevorstehenden Einmarsch der Amerikaner, auch beim Reichsstatthalter an, der dann die berühmten Zerstörungsbefehle auslöste, also Räumung und Zerstörung der militärischen, der infrastrukturellen Anlagen, Freigabe der Lebensmittel. Das wurde zwar relativ schnell als Fehlmeldung erkannt und wieder aufgehoben, aber es war irgendwie noch so in dieser Agonie dieser Tage nochmal ein letzter Schlusspunkt, und mir ist immer wieder berichtet worden auch, dass dann, wer dann über Benzin vor allem verfügte, natürlich noch möglicherweise verdächtige Unterlagen vernichtete. Es wären Rauchsäulen aus den Hinterhöfen gestiegen. Die Alltagslast eigentlich trugen ja die Frauen, Männer waren viele einberufen. Und die Stadt lebte, so hat das Henry Bernhardt, der später einer der Lizenzträger der Stuttgarter Zeitung war, in Erwartung der Amerikaner. In der Stadt, um das auch noch zu sagen, rangen damals sowohl also Industrielle, also Angehörige des sozusagen noch gehobenen Bürgertums, aber auch die Spitze der Stadtverwaltung, auch Vertreter der NS-Kreisleitung mit dem Stadtkommandanten um eine Übergabe der Stadt. Sie stellten sich gegen eine Verteidigung, wollten natürlich auch weder die Versorgungs- noch auch ihre Produktionsanlagen, soweit es Industrielle war, weiter zerstören lassen. Das hat dann schlussendlich geklappt. Es sind dann nicht die Amerikaner gekommen, sondern einen buchstäblichen Wettlauf um Stuttgart gewannen die Franzosen, die dann von Süden und Westen am 21. April einmarschierten. Die Amerikaner waren in Heilbronn, das eben nicht übergeben wurde, und in diesem nördlichen Württemberg sozusagen aufgehalten worden. Sie kamen dann rechts vom Neckar. Nochmal für 4 Tage gab es die Trennung, dann übernahmen die Franzosen ganz die Stadt, mussten aber dann am 8. Juli tatsächlich dem Flaggenwechsel zustimmen. Das ist, um das vielleicht zum Abschluss dieser Runde zu sagen, eine ganz spannende Geschichte. Für die Franzosen war ja keine eigene Zone vorgesehen. Es war ja ein besetztes, ausgepowertes, dann befreites Land. Und de Gaulle sah eben die Chance, mit diesem Faustpfand Stuttgart sich eine eigene Zone zu verschaffen. Und das hat auch geklappt, wie wir wissen. Deswegen hat er da also sozusagen seine Mannschaften, da seine Soldaten nach Stuttgart getrieben. Es gab dann wirklich eine knallharte Auseinandersetzung zwischen diesen Alliierten, aber das Faustland Stuttgart sozusagen musste er räumen, aber er hat seine französische Zone bekommen. Ja, wenn wir über, wir haben also ein relativ stark oder nicht stark zerstörtes Stuttgart, das ist immer auf die Vergleichsstätte zu sehen, und wir haben mit Herrn Weber in der letzten Folge ja festgestellt, Herr Püter, richtig, dass man eigentlich den Konsens, den politischen, den gesellschaftlichen Konsens natürlich auch mit der Wirtschaftsstärke der Stadt gleichermaßen bezahlt. Das natürlich, es geht allen relativ gut, und das auch gleich nach dem Krieg. Das bringt natürlich, das mildert die politischen Gegensätze. Ja, Herr Müller, wie ist denn das zu erklären, oder wie kommt denn diese Stuttgarter Wirtschaft aus dem Krieg? Haben die besonders vielleicht sogar vom Krieg und der Kriegswirtschaft profitiert? Haben die besonders von den Zwangsarbeitern profitiert? Kann man das so einfach so sagen, oder wäre das auch schon wieder übers Ziel hinausgeschossen? Also Stuttgart hatte natürlich günstige Voraussetzungen. Also man muss sozusagen die lange Welle betrachten. Stuttgart hatte sich ja, zunächst war ja Württemberg insgesamt, war ja eher ein rohstoffarmes Land, war insgesamt ein armes Land, hatte sich aber in der zweiten Phase der Industrialisierung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in den eben zukunftsweisenden Industrien, Feinmechanik, Elektrotechnik, Maschinenbau, da hat sich dann sozusagen daraus ja auch der Automobilindustrie angeschlossen, aber hatte sich da auch schon auf einem hohen Niveau eigentlich vorindustriellen Handwerks mit dann auch einer relativ guten, ausgebildeten Arbeitnehmerschaft, hatte sich eben eine Grundlage verschafft, die ja eigentlich bis heute in dieser ähnlichen Weise anhält, muss man sagen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass man um 1930 von der Region, man hat es dann auch auf Württemberg bezogen, in der Weltwirtschaftskrise von einer Oase in der Krise gesprochen hat. Die Arbeitslosenzahlen waren weit darunter. Und was dann aber auch wichtig war, gerade wenn man es jetzt auf das sicher
zutreffende Bild des Konsenses auch in der Nachkriegszeit bezieht. Es war natürlich dann auch in dieser wirtschaftlich guten Situation auch eine gewisse soziale Saturierung da. Also die Spaltung war auch in dieser Hinsicht vielleicht nicht so stark wie in anderen vergleichbaren Industriestädten. Es gab ja auch nicht das reine Proletarierviertel beispielsweise. Hat vielleicht die Topografie auch ein bisschen beigetragen. Ganz wichtig, der hohe Anteil von Pendlern beispielsweise auch, der sozusagen gewisse Krisensicherheit gebracht hat. Wenn wir jetzt wieder auf die Wirtschaft sozusagen zurückgehen, also wie gesagt, beste Voraussetzungen und genau diese Sektoren der Industrie, die waren ja auch die dann tatsächlich in der Rüstungs- und Kriegswirtschaft gefragt waren. Also sie haben, Willy Boelke hat ja da schon frühe Untersuchungen umfangreicher Art gemacht, in der Tat gab es einen Kriegsboom. Das kann man ohne weiteres so sagen. Und es war dann, dass da natürlich die Zwangsarbeit auch eine Rolle gespielt hat. Der Vorteil auch ein Stückel war, dass Stuttgart relativ spät in den im Luftkrieg erst verwickelt wurde. Also es gab 43 im September einen ersten Angriff, der leicht Bosch betroffen hat. Und im November 43 einen ersten Angriff, der Daimler betroffen hat. Also in dieser Zeit konnte man Vorbereitungen treffen. Man hat Vorbereitungen treffen, hat evakuiert. Daimler hat dann im 44 stark auf unterirdische Produktionsanlagen gesetzt. Und in dieser Zeit mit dieser Kriegswirtschaft war natürlich auch gewisse Rationalisierung verbunden, eine technische Entwicklung verbunden und mit gewissen in der amerikanischen Zone gab es keine Demontagen, die gab es in der französischen beispielsweise, um nicht zu reden von der sowjetischen. Und insoweit hatte man relativ günstige Voraussetzungen, um dann auch wieder von Kriegs- auf Friedenswirtschaft umsteuern zu können und tatsächlich also relativ schnell dann in dieser Wiederaufbauphase eigentlich das fortzusetzen, nicht anzuknüpfen, also sozusagen an der Zeit vor 33, sondern eigentlich fast mit natürlich gewissen Wellenbewegungen eigentlich dies fortzusetzen. Das kann man schon so sagen, ja. Darf ich vielleicht hier einen bestimmten Aspekt herausgreifen, natürlich in vollkommener Unkenntnis, ob Sie das nicht ohnehin auf Ihrer Agenda haben, dann unterbrechen Sie mich bitte. Die Frage, die sich anschließt, ist die Frage, inwieweit bestimmte Unternehmen vielleicht besonderen privilegierten Einfluss auf die Politik genommen haben. Und da ist es so, dass Daimler, Benz mit Jakob Werlin einen Statthalter in München hatte, der privilegierte Beziehung zu Hitler hatte. Er war dessen Berater für die Automobilindustrie. Und man hat diesen Einfluss ja auch stark genutzt. Mir liegen jetzt Dokumente vor mit dem Stempel geheim, die ich aus dem Archiv habe, wo es darum geht, wie mit dem Vasengelände umgegangen wird. Genau. Da möchte sich, Sie kennen das, Herr Müller, Daimler expandieren. Wir wissen alle, es hat mal um Stuttgart 21 einen Schiedsspruch gegeben von Heiner Geißler und es hat auch 1941 einen Schiedsspruch gegeben, Angst von Hermann Giesler. Und Hermann Giesler ist einer der wichtigsten Architekten Hitlers gewesen, der München und Linz ausbauen sollte. Und Giesler hat hier sozusagen einen Schiedsspruch gefällt, was mit dem Vasengelände werden sollte. Er pointiert formuliert, in München hat Giesler über den Daimler-Statthalter Jakob Werlin städtebaulich in Stuttgart mitgewirkt. Ist das übertrieben? Also städtebaulich mitgewirkt ist natürlich jetzt schon ein starkes Wort, aber Sie beschreiben die Situation völlig zutreffend. Das konnte ich, obwohl ja die Firmenarchive, als ich meine größeren Forschungen im Rahmen der Dissertation gemacht war, ja alle noch verschlossen waren. Ich bin da in keines reingekommen. Angefragt habe ich alle mal. Jedenfalls aber diese Geschichte lässt sich aus den städtischen Akten auch in gewisser Weise schon nachvollziehen. Tatsächlich hatte die Stadt ja erst geschafft, den Vasen 1924 sozusagen vom württembergischen Militär oder dann vom Militär zu befreien und hatte dort natürlich diverse Perspektiven. Und sie wollte nicht, wissend, dass natürlich Daimler ein wichtiges Unternehmen war, sie wollte da nicht sozusagen dran knabbern lassen. Und hat dann aber einsehen müssen, dass eben da tatsächlich Daimler die stärkeren Bataillone aufwahren konnte. Die Beziehung von Werlin, die geht ja in die Frühzeit eigentlich 1923 schon zurück, wo Hitler auch schon Daimler-Fahrzeuge zur Verfügung gestellt worden sind. Und dann wurde Giesler entsandt,
Und man hat sich dann aber, erstens musste dann also die Stadt ein Stück natürlich von dem Wasen abtreten. Und man hat dann aber auch sozusagen auch wieder eine, wie soll man sagen, ein mobilisierender Effekt gleichsam, hat dann ein Kraftwerk gebaut, an dem dann, meine ich, ein Kraftwerk, an dem beide dann sozusagen auch Anteil hatten. Und das war natürlich auch, Kraftwerk 42 zu bauen, hat natürlich auch wieder positiv gewirkt sozusagen in die Wirtschaft hinein. Wenn wir da nochmal anschließen, ich würde auch gerne nochmal ein bisschen, wie soll man sagen, dranbleiben an dem Thema. Reinhold Weber hat so ein bisschen die Wirtschaftskräfte der Region mit den Gastarbeitern erzählt, die wichtig waren dann in den 50er, 60er, 70er Jahren, die Wirtschaft angeführt haben. Dann hat er, glaube ich, ein Thema, was viele nicht so auf dem Schirm haben, die Heimatvertriebenen haben natürlich auch, als sie nach dem Krieg kamen, einen wichtigen wirtschaftlichen Impuls setzen können, weil Arbeitskräfte mangelt es in dieser Region immer. Ja, wie ist denn das mit den Zwangsarbeitern? War Stuttgart da ein wirkliches Zentrum? Kann man das so sagen? War ein Teil dieser Wirtschaftskraft eben auch auf Zwangsarbeit aufgebaut, gerade in Kriegszeiten, oder geht das zu weit? Es ist nicht sicher kein Spezifikum von Stuttgart, dass eben in den einschlägigen Unternehmen, in den einschlägigen Sektoren der Rüstungswirtschaft natürlich der Bedarf an an Arbeitskräften groß war und dass man den dann vor allem eben seit Frühjahr 42 vor allem eben über die Zwangsarbeitenden gedeckt hat. Am Anfang war es ja eher ein landwirtschaftlicher Einsatz von Polen und Franzosen Kriegsgefangenen. Es war ja auch natürlich, wenn man sozusagen das rassistische System betrachtet, es war ja vollkommen gegen die Ideologie, dass man nun in die Rüstungswirtschaft da nun Sowjetmenschen sozusagen dann lässt. Aber es gab dann dieses brutale rassistische Sondergesetz. Dafür war ja dann immer die Gestapo zuständig, für die nicht die sozusagen Ordnungspolizei oder die Kripo. Und das hat man auch extrem durchgesetzt. Wir haben eine ganz fantastische Arbeit von Elisabeth Timm über Zwangsarbeit in Esslingen. Aber Esslingen führte dann über die alte Maschinenfabrik Esslingen, die der Daimler übernommen hat, sozusagen genau in diesen Gesamtkomplex hinein. Und da kann man das auch sehr gut sehen. Und es gab dann natürlich diesen Zwiespalt, den finden wir auch überall, dass man auf der einen Seite, beispielsweise mal der Oberbürgermeister Strölin, ganz erstaunt feststellt, ja, die haben eine enorme Leistungskraft, das sind ja eigentlich tüchtige Leute, und dass es dann eben diesen Konflikt auch gab, sozusagen zwischen Ausbeutung von Arbeitskraft, aber auch Erhalt der Arbeitskraft natürlich, dass es dann gewisse Interessen gab, auch die städtischen, die Stadt hat ja auch Zwangsarbeiter beschäftigt, dass man da auch sagte, wir müssen die ein bisschen besser verpflegen, dass sie da etwas tun, das sind so die Rahmenbedingungen. Aber wie gesagt, dieser industrielle Einsatz war stark, weil eben die Sektoren in Stuttgart stark waren. Es war jetzt sozusagen kein lokales Spezifikum insoweit, sondern es war eher, so würde ich das sagen, sozusagen auf die jeweiligen Sektoren und ihre Bedeutung in der Rüstungs- und Kriegswirtschaft bezogen, dieser Einsatz. Wenn ich vielleicht hier ganz kurz das Feld erweitere, wenn es darum geht, inwieweit Stuttgart hinsichtlich von Menschen, die nicht Urschwaben sind, in irgendeiner Weise eine Ausstrahlungskraft besitzt, dann fällt einem natürlich für die NS-Zeit ein, dass Stuttgart zur Stadt der Auslandsdeutschen geadelt worden ist. Also das ist ein ganz wichtiger Bereich. Die vielen deutschen Auswanderer, die sich über alle Kontinente verbreitet haben, die natürlich auch politisch instrumentalisierbar waren. Und meine Frage wäre einfach mal, vielleicht pointiert formuliert, aus der Armutsecke Deutschlands-Württemberg, wo Arbeitskräfte exportiert werden, wird denn oder soll werden ein Ort, an dem sich Auslandsdeutsche, wenn sie nach Deutschland zurückkehren, heimisch fühlen? Wie macht man das, wenn sie doch da mit einem Dialekt konfrontiert werden, den nicht alle Chile-Deutschen oder Argentinien-Deutschen verstehen? Das ist mal eine Frage an Sie, Herr Müller.
Also ich sehe die Bedeutung der Stadt an der Auslandsdeutschen jetzt vor allem dann auch in der realen sozusagen Entwicklung dieser wenigen paar Jahre. Das ist ja relativ schnell dann nicht nur durch den Krieg, sondern auch durch die Entwicklung der politischen Entwicklung in der sogenannten Volkstumspolitik ist da Stuttgart relativ schnell wieder gleichsam hinten runtergefallen. Das war sicher ein ganz geringer Nebeneffekt. Aber was damit verbunden ist, insgesamt ist das Stichwort natürlich auch Exportorientierung, Internationalität. Und das prägt diese Stuttgarter Wirtschaft auch von Anfang an. Entgegen diesem verbreiteten Bild, auch dass da nur so etwas versponnene Tüftler unterwegs waren, das waren vor allem auch Kaufleute. Der Bosch hat ganz früh ein weltumspannendes Netz aufgezogen und das gilt für manch andere auch. Also da haben wir auch diesen Bereich. Ich glaube, das Stadt der Auslandsdeutschen war natürlich die Stadt wollte insbesondere, sie wollte auslandsdeutsches Bildungs-, Tagungs- und Fremdenverkehrszentrum werden. Und das sind jetzt nicht, da gibt es sicher auch sozusagen Kollateralnutzen und Effekte. Aber es war, glaube ich, nicht so sehr angelegt auf dieses Thema Wirtschaft. Es hing ja auch, also Stuttgart war ja schon immer eine Stadt mit sehr viel Wohnungsnot. Es war eine teure Stadt durch diesen Boom auch gewesen. Und ich glaube, da spielt es eine relativ geringe Rolle, dieser jetzt rüstungsökonomische Aspekt. Ja, vielen Dank, Herr Püter, für den Hinweis auf die Stadt der Auslandsdeutschen. Das Stadtpalais-Museum für Stuttgart war ja damals als Wilhelmspalais das Ehrenmal der Leistung der Deutschen im Ausland. Und die Titel, die sich die deutschen Städte so geben, Frankfurt Stadt des deutschen Handwerks, wirken ja manchmal ein bisschen willkürlich. Wie willkürlich ist denn das in Stuttgart? Wer kam eigentlich auf die Idee mit den Auslandsdeutschen? Wo kommt dieser Titel her? Dieser Titel hat tatsächlich, also Stuttgart war die dritte Stadt, die einen sozusagen NS-Ehrentitel bekommen hat. Die ersten waren eben München, die Hauptstadt der Bewegung, und Nürnberg, die Stadt der Reichsparteitage. Das sind ganz genuin nationalsozialistische sozusagen Ehren. Die Stadt der Auslandsdeutschen ist das nicht in diesem Maße, sondern die Stadt der Auslandsdeutschen knüpft eigentlich auch an so ein Element der Identität der Schwaben, an die Schwaben in aller Welt. Das hat sich ja durch die starke Auswanderung gebildet. Dieses Stichwort Schwaben in aller Welt war eigentlich ein gängiges Motto. Dann hatte man ja seit 1917 in der Stadt das Deutsche Auslandinstitut. Meistens schreibt man dann Auslands, aber das ist falsch, das Deutsche Auslandinstitut. Und das war dann, 33 sind da dann die eher liberal gesinnten beiden Leiter sofort auch im März entfernt worden. Und es war, wenn ich das richtig sehe, eine Idee von Mergenthaler, der Strölin gesagt hat, so nach dem Motto, übernimm du doch jetzt hier den Vorsitz, den Präsidenten des DAI im Herbst 33. Aber von da ab hat dann tatsächlich insbesondere Stadt, aber damals ganz in Interessenidentität auch mit dem Gauleiter und Reichsstatthalter, dieses Projekt, sage ich jetzt mal, Stadt der Auslandsdeutschen gestartet. Bei der Geschäftsübernahme durch den Strölin schickt der Murr einen Gruß an Hitler aus der Stadt, die als die Stadt des Auslandsdeutschtums gelten kann. Und von da an werden dann über Straßenbenennungen und sonstige Maßnahmen wird das forciert. Und man findet dann mit der Auslandsorganisation der NSDAP eine junge aufstrebende Truppe, die nahe sozusagen an der NS-Führung ist, der VDA, und dieser etwas vernickelte Volkstumsprozess war da nicht so erfolgreich. Neurath war ein persönlicher Freund sozusagen von Strölin, der konnte mindestens in dieser Phase auch noch helfen war da wichtig für diese Entwicklung. Ja, warum eigentlich das? Natürlich, wir kennen das ja auch heute, die Image-Wettbewerbe und so der Stadt, das ist ja gängig und heute wahrscheinlich stärker forciert, als es vor 100 Jahren gewesen sein mag. Aber hier hat es auch eine strukturelle Bedeutung. Man kann einen Bedeutungsverlust der Kommunen, die dann vor Ort natürlich für die, da werden wir vielleicht noch drauf kommen, für das Funktionieren des Systems enorm wichtig waren, die Kommunalverwaltungen. Aber sie hatten natürlich einen politischen Bedeutungsverlust erlebt und sie wussten, man braucht direkte persönliche Beziehungen zur Reichsführung, sozusagen reichsweite Projekte oder Projekte von reichsweiter Bedeutung, um hier in diesem ja auch durchaus polykratischen Gefüge seinen Platz zu behaupten und sich durchzusetzen. Und
nach dieser Geschichte, die ich vorher geschildert habe, gelingt es dann eben in einer Inszenierung Ende August 1936 anlässlich der Eröffnung und Einweihung dieses Ehrenmals der deutschen Leistung im Ausland sozusagen ganz überraschend, so hat man es dann inszeniert, dieses Telegramm eben von Hitler zu verlesen mit dieser Erhebung. Und Stuttgart startet sofort durch mit einem großen Programm. Ich habe diese Tagungsbildungs- etc. Zentren habe ich erwähnt. Natürlich wollte man eine Neugestaltung der Stadt, wie sie ja damals in allen Städten fast dann erwog war, und hat eben auch auf diese guten Beziehungen gehofft. Es gab zwei pompöse Reichstagungen dieser Auslandsorganisation der NSDAP 1937, aber dann mit vielen Besuchern, eben volksdeutschen Besuchern, aber dann war es eigentlich auch schon, wenn ich es jetzt etwas zugespitzt sage, vorbei. Denn seit 1937 setzt sich in dieser Volkstumspolitik die volksdeutsche Mittelstelle aus dem SS-Komplex durch. Der Verbündete, die AO, geht zurück. Der Neurat verliert ja dann auch sein Amt als Außenminister. Und hier werden die Gewichte völlig neu verteilt, zumal dann noch die Annexion Österreichs dazukommt. Dann fürchtet man sofort und völlig zu Recht in Stuttgart, jetzt läuft die Schiene sozusagen Berlin, München, Wien, eventuell die Achse Rom noch, und wir sitzen, wörtliches Zitat, in der stillen Ecke im Südwesten. Man gibt sogar ein Gutachten in Auftrag, was da noch zu retten ist sozusagen. Man wendet sich nach Berlin, Strölin an seinen Kadettenanstaltkollegen Göring. Es hat alles keinen Wert eigentlich. Und dann soll dann Stuttgart reduziert werden auf wirklich die Stadt der Auslandsdeutschen. Man hat natürlich immer synonym verwendet Auslands- und Volksdeutsche. Und die Volksdeutschen sollten jetzt eben bei der FOMI sein, und die AO-Tagung war für Graz vorgesehen für 39, und Stuttgart als Stadt der Auslandsdeutsche wäre dann nur noch für die Reichsdeutschen im Ausland zuständig gewesen. Das ist natürlich völlig ein Muster ohne Wert. Und das ist dann also, wenn man das so will, sind die ganzen hehren Ziele, die man eigentlich damit verbunden hat, die sind relativ schnell zusammengebrochen. Wenn man fragt, was ist geblieben, dann kann man sagen, tatsächlich ein paar dieser Schülerheime. Fast anekdotisch bemerkt, eines ist dann ab 1940 zur Auslandszentrale der Schweizer Nationalsozialisten geworden, im Panoramaheim. Die haben dort war die Anlaufstelle für diejenigen Schweizer, die tatsächlich zur Waffen-SS wollten. Von dort aus ist auch ja so eine gewisse Spionage wohl in die Schweiz getrieben. Der eine oder andere wird vorbereitet und gehofft haben, dass eben auch die Schweiz noch dem Reich einverleibt wird. Und Strölin, das kann man auch sagen, konnte noch bis 1941 so eben in diesem Gefolge in die Satellitenstaaten und international reisen und in Stuttgart sich den Anschein eines hocheinflussreichen sozusagen Auslandspolitikers geben, der er tatsächlich nicht war. Aber politisch gesehen war es also eher, muss man sagen, fast ein Misserfolg. Es gibt aber eine andere Seite, das ist sozusagen die integrative Seite von der Volksgemeinschaft her betrachtet. Mhm. Und da denke ich schon, weil es kein genuin nationalsozialistisches Projekt war, sondern weil es eben sozusagen anschlussfähig war, Schwaben in aller Welt, hat es natürlich so einen auch nationalen Konsens, hat es so einen Stolz, wir sind wer. Stuttgart war ja im Prinzip eine Second City, und auch heute hat sie immer wieder auch mit ihrer Selbstwahrnehmung da so ein bisschen ein Problem, wenn man das so sagen darf, nicht? Natürlich München, Hamburg, Frankfurt, da war man Second City sozusagen. Und es hat dann Leute gebracht. Man hat diese Tagungen der AO, das fand ich ganz interessant, wirklich auch als, ja, jetzt Bürgerfest ist ein modernes Wort, aber als Fest inszeniert. Da sind dann Gruppen aus anderen Ländern gekommen. Die Volksdeutschen, die hat man mit klingendem Spiel an den Bahnhöfen empfangen. Die sind privat natürlich untergebracht worden. Man hat Begegnungs- und Bierabende auch in den Stadtbezirken veranstaltet. Also all diese Dinge waren natürlich, wenn man so jetzt will, systemstabilisierend. Ja? Also der politische Effekt, der ist doch sehr, sehr begrenzt, um es vorsichtig zu sagen. Aber ich denke, es hat dann gerade für die Stadt Gesellschaft hat diese Geschichte, zumal dann Strölin auch immer virtuos verkauft hat, hat da tatsächlich eine Bedeutung gehabt. Er durfte also mal mit Hitler nach Rom fahren. Das war dann, ja, wann war es? 39, meine ich. Und entweder hat es tatsächlich da ein bisschen Kritik gegeben nach dem Motto, der soll hier seine Dinge erledigen und nicht in der Weltgeschichte herumfahren, um es sehr salopp zu formulieren. Und er reagiert dann jedenfalls drauf und sagt, wenn da welche meckern, das erklärt er dann vor den Ratsherren, wenn da welche meckern, dann sagt er, da muss unser Obermacker hin, da muss er dabei sein und da muss er Position beziehen. Nicht? So, also von daher auch wiederum eine spannende Geschichte. Ja.
Vielleicht ist auch da die wunderbare Überleitung auch für uns, Herr Professor Püter, zu diesem Konsensliberalismus. Ist denn so, also wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet, wie dieser NS-Staat natürlich auf diese Gesellschaft auch zugreift und neue Ideale mit sich bringt und neue Formen der Identifikation. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, wie resistent sind denn hier die Stuttgarter? Wie weit, wir haben ja auch Herr Weber, der uns erzählt hat von den Bürgern, die dem Staat misstrauen, die sich gegen ihn wehren, die vor zu starkem Zugriff sich versuchen abzugrenzen. Ist das denn im Nationalsozialismus tatsächlich zu beobachten? Wehren sich die Stuttgarter gegen die Gleichschaltung der Gesellschaft? Die Frage ist pointiert formuliert, gibt es in Stuttgart Alleinstellungsmerkmale, die Stuttgart unterscheiden von vergleichbaren größeren Städten? Selbstverständlich hat der Nationalsozialismus überall mit identischen Methoden versucht, den Zugriff auf die Gesellschaft zu pflegen und hat ein hohes Maß an Selbstmobilisierung ausgelöst. Nur bescheint, es gibt zwei Dinge, die Stuttgart besonders auszeichnen. Professor Müller hat das ja schon erwähnt. Stadt des Auslandsdeutschtums ist kein genuin nationalsozialistisches Projekt. Andere Städte haben sich danach gedrängt, an die Kernziele des Nationalsozialismus sich anzuschließen. Stadt der Bewegung. Mehr geht nicht, was München anbelangt. Und auch sozusagen die von Hitler persönlich ausgewählten Städte, die von ihm und seinen auserwählten Architekten städtebaulich umgestaltet werden sollten, dazu zählte Stuttgart nicht. Stuttgart war kein Favorit Hitlers. Und wie man überhaupt sagen muss, das wäre mein erster Punkt, es gibt keinen führenden Täter in der NS-Täter-Hierarchie, der aus Stuttgart stammen würde. Alle, die sozusagen an der Spitze angesiedelten, die Drahtzieher, die Haupttäter, da gibt es keinen einzigen, der aus Stuttgart und aus dieser Region stammt und politisch aufgestiegen wäre. Das ist das eine. Das andere umgekehrt ist, ich spitze es pointiert so, Stuttgart ist der Hort des Widerstandes. Es gibt keine Stadt von dieser Größe, in der es eine derartige sozusagen strukturelle Form des Widerstandes gibt. Ich möchte nur zwei Namen nennen. Der ranghöchste Politiker der ersten deutschen Demokratie, der als Widerständler gegen Hitler sein Leben hinterlassen hat, ist ein Stuttgarter, Eugen Bolz. Der württembergische Ministerpräsident, ab 1933 schikaniert, verfolgt worden, wird im Januar 1945 als Mitglied der Verschwörergruppe gegen Hitler hingerichtet. Und das Zweite ist, das Haupt des zivilen Widerstandes, Gördeler, der sozusagen umtriebig herumreist, um ein Netz des zivilen Widerstandes zu knüpfen, er tut das auf dem Ticket von Bosch. Bosch finanziert sozusagen die Widerstandstätigkeit von Gördeler. Es gibt keine Stadt und auch kein Unternehmen, wo sozusagen sich eine solche systematische Widerständigkeit niederschlägt. Insofern hat Stuttgart einen Ehrentitel verdient, Hauptstadt des Hortes des Widerstandes. Das ist in der Tat jetzt ein großes Wort. Ich muss ja ein bisschen sozusagen etwas herauskitzeln und deswegen nimmt man mir sozusagen die Narrenfreiheit, billigt man mir zu. Also zum einen, ich gehe vielleicht ganz konkret auf die Punkte ein, die führenden Nationalsozialisten und Stuttgart. Stuttgart hatte eine der ersten Ortsgruppen der NSDP außerhalb Bayerns 1920 und war bis 1923 ein Zentrum im Südwesten, hatte auch gewisse Verbindungen aufbauen können, hat es dann aber tatsächlich in dieser Gesellschaft nach dem Putsch der Diskreditierung, wohl auch angesichts dieser wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, nicht geschafft, sozusagen wieder gut Fuß zu fassen. Da, meistens ist dann eine Folge innere Streitigkeiten und die gab es eben auch, sodass tatsächlich also jetzt angefangen von den Wahlergebnissen bis hin zum Personal es eigentlich bis 33 eher eine schwache Persönlichkeit war, schwache Partei war, die nicht wirklich auch in der, so wie wir es immer heute sagen, Zivilgesellschaft gut Fuß gefasst hätte. Natürlich gab es die einschlägigen Verbände, in denen im Handelbereich und also wo sie natürlich auch ein bisschen Fuß fassen konnten. Und da fiel natürlich dann sozusagen die Persönlichkeit von Strölin auf, dem dann sogar der eine, er war ja, stammt aus einer altwürttembergischen, wie man so sagt, hier sagt, ehrbaren Familie, Militär, dann promoviert,
Beamter im Gaswerk und auch Vorsitzender des Verbands der kommunalen Gaswerke. Also sozusagen kommunaler Profi von seinem Herkommen her, seinen Vernetzungen, er beherrschte sozusagen den Kommar und fiel da natürlich auf und war ein Verwaltungsprofi. Und das kam dann 1933 dem, was Broschard genannt hat, die Kollaboration mit den alten Eliten natürlich sehr zu Pass. Die Bewegung war so schwach, sie hätte ja gar nichts Eigenes auf die Beine stellen, wenn sie denn ihr eigenes richtiges kommunales Programm gehabt hätte, was sie ja gar nicht gehabt hat, sondern er hat dann tatsächlich auch einen sozusagen im Rathaus einen sanften Übergang gemacht. Sein Vorgänger hat auch ein Stück weit mitgespielt, Lautenschlage, der seit 1911 dreimal gewählt worden war. Er hat es geschafft, die Beamtenschaft beispielsweise so als Chor auch zu formulieren. Er hat auf sachliche Effizienz gesetzt. Also insoweit ist tatsächlich hier die Kommunalverwaltung sehr stark, auch in dieser Kontinuitätslinie, das kann man sagen. Wenn wir jetzt da schon dabei sind, dann muss man allerdings auch sagen, gerade in dieser frühen Phase, wo ja noch unabhängig von diesen Ratsherren auch, die diese Interessenkonflikte dann auch ausgetragen haben innerhalb der braunen Bewegung, der Oberbürgermeister schalten und walten konnte, ich sag mal fast wie er wollte, da hat tatsächlich Stuttgart jenseits des Normengeflechts agiert. Man hat um ein Beispiel zu nennen, das sehr markant ist, ein asozialen Lager gegründet, zuerst im Schwarzwald, dann auf der Alp. Das NS-geführte Innenministerium hat gesagt, ihr bewegt euch da völlig außerhalb des normativen Rahmens, das geht nicht. Das hat die Stuttgarter und den Strödel aber überhaupt nicht gestört und sie sind dann glänzend gerechtfertigt worden, als dann 36 Himmler, als er dann Polizei und SS vereinigt hatte, entsprechende Maßnahmen getroffen hatte. Und so gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die sozusagen eben nicht, wie er dann auch hinterher behauptet hat und wie sie wunderbar in das Nazifizierungsnarrativ gepasst haben, wo tatsächlich eben tatsächlich außerhalb der Normen agiert worden ist, wo man eben auch in anderen Teilen bis hin zur Einrichtung des sogenannten Judenladens nicht etwa in irgendwelchen Rahmen, der vorgegeben war, gehandelt hat, sondern vorgeprescht hat. Aber durch diese sozusagen starke Kontinuität, sage ich mal, ist natürlich durchaus dann auch dieser Eindruck entstanden. Und natürlich unterscheidet sich Hans Strödlin von vielen Oberbürgermeistern einfach durch die Kenntnisse, durch die technokratische Evidenz war diese Stadtverwaltung anders aufgestellt. Und da fasst man dann schon auch so ein, wie soll man sagen, so ein Potenzial des Unterschieds, wo man sagen kann, in den meisten Städten oder in vielen Städten hatte man natürlich diese qualifizierten Leute nicht. Der Dieter Rebentisch hat den Strödlin den profiliertesten Oberbürgermeister in der NS-Geschichte, in der NS-Zeit genannt. Nicht, das ist tatsächlich so. Vor 33 war die nationalsozialistische Bewegung sehr schwach. Sie war zerstritten. Sie hat tatsächlich keinen starken produziert. Und Strölin, ist dann in die kommunale Richtung gegangen, der das Profil gehabt hätte möglicherweise. Da gibt es, deswegen ist ja meine These auch, wir haben eine ganz starke Kontinuität tatsächlich auch eben von der in einer gewissen Weise in den Eliten von der Weimarer Zeit über die NS-Zeit bis in die Nachkriegszeit hinein. Hort des Widerstandes. Wenn man zunächst mal so sieht, kann man natürlich jetzt in dem, was man Widerstand nennt, nämlich aktives, politisches, bewusstes Handeln, das ist ja zunächst mal anfänglich das, was vor allem von den Kommunisten getragen wurde, mit ihrem Versuch, eine illegale Partei im Massenwiderstand aufrechtzuerhalten, was natürlich auch in Stuttgart innerhalb von 3-4 Jahren zur Verhaftung und Aburteilung von 6 illegalen Bezirksleitungen, Hunderten von Leuten geführt hat. Das ist nun kein Spezifikum. Bosch ist genannt worden. Wir haben auch in dieser wirtschaftlichen Entwicklung, ich hebe heute ein bisschen monomanisch fast immer auf diese lange Welle auch ab, wir haben auch angesichts dieser wirtschaftlichen Entwicklung, dieser mittelständischen Struktur, haben wir auch in der Wirtschaft, in der Unternehmerschaft ein stärkeres Gewicht, also der liberalen Geister. Also
so Schwerindustrie und andere Bereiche waren, glaube ich, auch affiner in Richtung NSDAP. Und Bosch einfach auch als Person natürlich. Er hat in der Weimarer Zeit die fast die ganze Kultur der Stadt bezahlt eigentlich. Volksbildungsanstalt, all diese Dinge, das hing ja alles an seinem Geld. Das Stuttgarter Neue Tagblatt, das ist das liberale Blatt, dessen Nachfolger sich heute die Stuttgarter Zeitung bezieht. Und es gab ja auch diese, es gab sozusagen belegte Eingriffe, wo dann Bosch dann beispielsweise auch jüdische, so eine Arbeitseinheit für jüdische Menschen eingesteckt hat. Das war sehr stark, würde ich sagen, schon die Person. Das Unternehmen hat wie alle anderen Zwangsarbeiter beschäftigt, denen ist es nicht besser gegangen wie den anderen. Wie mir ein Zwangsarbeiter bei Heinkel Hirt gesagt hat aus Polen, den ich kennengelernt habe, denen ging es eigentlich schlechter versorgungsmäßig wie ihnen. Und von daher ist es natürlich doch, muss man sagen, ist es ein eng begrenztes persönliches Geflecht vielleicht, auch wenn man jetzt mit dem Begriff des Hortes Widerstandes kommt. Ich würde schon zugeben, dass wir einfach ein bisschen eine gesellschaftliche Situation haben. Ich habe mal den Satz gesagt, in Stuttgart gab es wenig überzeugte, wirklich voll überzeugte Anhänger und es gab wenig voll überzeugte Gegner. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so ganz Stuttgart, sondern das war eher eine Beschreibung der Volksgemeinschaft insgesamt, dass da einzelne Personen, würde ich eher sagen, rausragen, dass die aber natürlich nicht isoliert in der Gesellschaft sind, das glaube ich wohl. Trotzdem hätte ich jetzt mit diesem Begriff Hort des Widerstandes, der sehr fokussiert auf wenige Leute, Herr Püter, ein kleines Problem. Wenn man jetzt da nochmal reingeht, ich glaube, das ist natürlich eine provokante These von Herrn Püter und deswegen haben wir sie genau eingeladen, deswegen habe ich sie genau mal erweitert und ich glaube, dass man aber da auf der Spur auch bleiben kann. Es macht natürlich schon den Eindruck, auch wenn Sie natürlich jetzt zu Recht vollkommen relativieren, einordnen und historisch versuchen, die Strukturen richtig zu machen, dass Stuttgart vielleicht doch gegen diesen Wahn des Nationalsozialismus vielleicht ein bisschen stärker geimpft war, dass der württembergische Liberalismus dann doch vor gewissen Auswirkungen und Ausschweifungen scheinbar ein wenig schützte und dass das vielleicht schon diese Stadt von anderen Städten unterscheidet. Ja, ich will das vielleicht... Geht es auch zu weit, Herr Müller? Oder Herr Püter? Vielleicht das noch etwas, vielleicht sogar zuspitzen. Widerstand wird, wenn man ihn definiert, und das habe ich getan, als aktiver Versuch, die Herrschaft Hitlers zu stürzen. Und die dazu sind nur wenige imstande. Das geht nur ab 1939 mit Hilfe des Militärs. Nur ein Militärputsch kann Hitler stürzen. Das ist ja die Ratio des 20. Juli 1944. Aber es müssen zivile Politiker assistieren, sie müssen bereitstehen, um Ministerämter zu übernehmen. Und unter diesem Aspekt könnte man sagen, dass Stuttgart eine Person bereitstellt, die man als eine Art große Koalition des Widerstandes bezeichnen kann. Denn außer dem, was man liberalen Widerstand nennen kann, Bosch und sein Zirkel, außer Eugen Bolz, der sozusagen für den katholischen Widerstand steht, der ja nicht isoliert ist. Es gibt Personen wie Konrad Adenauer, die ebenfalls dazu zu zählen sind, oder Personen, die wie Kuno Raabe, der kaum bekannte Oberbürgermeister von Hagen, der 1945 in demselben Gefängnis saß, in dem Eugen Bolz umgebracht wurde, im Gefängnis an der Lehrter Straße, aber gerade noch sein Leben verloren hat, weil er auch auf einer Liste von Gördel als Minister stand, auch aus dem politischen Katholizismus, haben wir mit Kurt Schumacher, der zwar ein gebürtiger Westpreuße ist, aber in Stuttgart in der Weimarer Zeit politisch groß geworden ist, hier der starke Mann der SPD im hiesigen Wahlkreis, nominiert für den Reichstag, Reichstagsabgeordneter, Kriegsversehrter, jemand, der sozusagen auch die Goebbels entgegenschleudern kann, welche Unverschämtheit ist, die Sozialdemokratie als Partei sozusagen der Vaterlandsverräter, der Deserteure zu bezeichnen. Also Kurt Schumacher diversifiziert, er ist ja jemand, der leidet in den Konzentrationslagern, das Ganze mitmacht, aber er wird hier in Stuttgart zu einer politischen Größe. Also insofern, es gibt, glaube ich, keinen Ort in Deutschland von vergleichbarer Größe, in der sich sozusagen die Weimarer Koalition,
aus liberalen, politischem Katholizismus und Sozialdemokratie sich im Widerstand in prominenter Form wiederfindet als hier in Stuttgart. Ich meine, wir haben natürlich auch Bolz und Schumacher sind natürlich auch in dieser Phase, vor allem zwischen dem 30.01. und dem 15. März 1933, sind natürlich eigentlich die Hauptgegner und die Hauptprotagonisten noch der Verteidigung der Republik. Das ist gar keine Frage. Und ich würde auch jetzt gar nicht mit Blick auf den 20. Juli dieses Netzwerk widersprechen wollen, weil das eben genau diese Situation ist, dass nur man braucht das Militär, man braucht einige natürlich, die auch bereit sind. Das könnte man erweitern. Es gab auch eben einige aus der Gewerkschaftsbewegung, auch zum Teil aus der christlichen Gewerkschaftsbewegung, die hier auch aus unserer Region stammen. Jetzt ist die Frage, ist das eben auch dadurch einfach ein bisschen der Zufall dieses Netzwerkes? Sind ja auch unmittelbar aus der Firma Bosch, sind ja noch zwei, drei, also Fischer beispielsweise ist ja auch dabei. Von daher, also auf diesen Punkt, auf dieses Attentat hin fokussiert, ist es tatsächlich so, natürlich, ich meine, man würde sie jetzt wahrscheinlich überdehnen, wenn man sagt, der Stauffenberg ist in Stuttgart ja auch noch zur Schule gegangen im Ebelu und aufgewachsen. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen dann zu viel. Aber auf diesen Punkt hin, auf den 20. Juli, würde ich gar nicht widersprechen. Sondern jetzt einfach, wenn man so dieses, ich sag mal, dieses Plakat aufhängt, dann könnte es doch missverständlich werden. Wir haben auch ein Punkt, den man ja auch nennen könnte. Wir haben natürlich auch in dieser ambivalenten Form, wie man es eben in dieser Volksgemeinschaft und an ihren Rändern findet, haben natürlich mindestens auch am Anfang ja diese Geschichte der gescheiterten Absetzung des Landesbischofs der Evangelischen Landeskirche. Warum? Das war ja die größte Demonstration meines Wissens, in Stuttgart sowieso, aber wahrscheinlich auch die größte Demonstration, die es zwischen 33 und 45 vermutlich in einer deutschen Stadt gegeben hat, wo nach seiner Absetzung und dem Hausarrest im Oktober 34, ja, 5.000 bis 6.000, das ist wohl eine realistische Zahl, Menschen dann vor die Wohnung in der Silberburgstraße oder oben am Silberplatz gezogen sind, Choräle gesungen haben, ihre Sympathie für den Landesbischof bekundet haben. Und das hat ja wesentlich dann zum Rückzug eigentlich dieses Reichsbischof und dieser Struktur der deutschen Nationalkirche und zur enormen Schwächung der deutschen Christen dann auch geführt. Natürlich ist der Wurm auch wieder so eine Figur, deutschnationaler Landtagsabgeordneter, antisemitische Töne, Maßregelung von Pfarrern, auch auf Wunsch der NSDAP, die sich allzu kritisch geäußert haben. Aber da hat man natürlich dann doch für so ein, wie soll ich sagen, für die eine oder andere widerständige Verhalten, ein widerständiges falsch, aber verweigernde Haltung, hat man natürlich auch so einen Ankerpunkt, nicht? Dass wir das heute vielleicht immer noch ein bisschen kritischer sehen und ambivalenter sehen, das ist das eine. Aber wenn ich jetzt aus der Zeit denke, dann haben sich doch da natürlich auch manche, die deutschen Christen hatten bei den Kirchenwahlen im Juli 33 die Mehrheit und das System wurde wärmstens begrüßt vom Landesbischof, aber es hat sich dann doch geändert und auch manche dieser Pfarrer, die da der DC nahe standen, sind dann durch dieses Ereignis eben auch wieder sozusagen hinter dem Wurm dann jedenfalls aus dieser Ecke rausgekommen, nicht? Also da gibt's auch so einen Ansatzpunkt und das ist ja, während die anderen, fast alle anderen Landeskirchen waren unter DC-Hand und hätten an dieser Nationalkirche mitgemacht, waren da eingehend. Es waren eigentlich Bayern und Württemberg und vor allem eben durch diese Eskalation Württemberg, die natürlich dann auch so ein besonderes regionales und lokales Spezifikum darstellen. Das muss man schon sagen. Ja, wenn man natürlich, man muss immer auch in diesen Bildern, die wir jetzt sprechen, dass der Liberalismus vielleicht diese Stadt vor den größten Untaten bewahrt hat, natürlich immer daran denken, dass die Juden natürlich genauso ausgegrenzt und verfolgt und ermordet wurden, so wie in jeder anderen deutschen Stadt. Wenn ich unterbrechen darf, das ist es aber ja genau, Herr Giese, es ist es genau. Es hat eben am Ende vor nichts bewahrt, wenn ich es mal auch zuspitzen darf. Ja, es hat vor nichts bewahrt. Es sind die jüdischen Menschen sind deportiert und ermordet worden, nicht aus dem Willen jetzt hier lokaler Entscheidungsträger,
klar. Die Zwangsarbeiter sind eingesetzt, haben da Elend geschuftet und sind zum Teil untergegangen. Die Kranken sind ermordet worden in Grafenegg, und das waren nicht alles spezifische Nationalsozialisten, sondern im Polizeiapparat ist ein Christian Wirth, der dann tatsächlich Inspekteur der drei Vernichtungslager der Aktion Reinhardt war, groß geworden. Ärzte sind groß geworden, die dann hinterher in anderen Zusammenhängen tätig waren. Das Stuttgarter Gesundheitsamt ist das einzige, das bei der Verstaatlichung kommunal geblieben ist, weil es sich 1934 zum Gesundheitsamt Amt für Rassenpflege benannt hat und konsequent noch unter dem alten, seit 1909 amtierenden Chef, nicht hinterher unter dem der SS-angehörigen Nachfolger, bereits diese Umstellung, diese Selbstgleichschaltung oder zwei oder mehr betrieben hat. Also das ist genau der Punkt. Diese innere Emigration und dieses Bewusstsein, das mag tatsächlich hier meinetwegen mit größerer Distanz gewesen sein. Es gibt von Richard Schmid der ist ja Ende des Anfang 35 verhaftet worden. Das war ein Rechtsanwalt, später Oberlandesgerichtspräsident, der war der SAPD nahe, in der ja auch Willy Brandt war. Und bei dem hat die Gestapo eine Art Gutachten, eine Art Denkschrift gefunden, wo er dann auch Ende 34 natürlich, das war noch relativ früh, gesagt hat, dass eben die Sterilisierung des öffentlichen und kulturellen Lebens hat natürlich verheerende Folgen gehabt. Das Bürgerschicht ist als Kulturschicht vorhanden, aber geistig atomisiert und Verwendung. Man zieht sich ins Private zurück und freut sich, wenn man einen trifft, der gleicher Gesinnung ist. Ja, das war so seine Charakterisierung des gehobenen Bürgertums. Das schon, aber es ist nichts bewahrt worden eigentlich. Ja, aber es konnte doch gar nichts bewahrt werden, sonst wäre Stuttgart nicht Teil des Deutschen Reiches gewesen. Und es geht ja um die Frage, gibt es sozusagen unter den allgemeinen Bedingungen die eine oder andere Besonderheit? Und da scheint mir, wenn wir den Widerstand als sozusagen das Maximum des Handlungsspiels auch in der Diktatur ansehen, mehr geht nicht. In einer Diktatur, die in hohem Maße auf Zustimmung beruht und die dazu noch sich im Krieg befindet und damit sozusagen auch nationale Loyalitäten mobilisiert, auch derer, die sich nicht als Nationalsozialisten fühlen, dann während des Krieges einen Regimewechsel durchzuführen, das ist welthistorisch relativ einmalig. Und dass daran Personen beteiligt waren, die in Stuttgart ihre politischen Wurzeln hatten, die groß geworden sind, das ist nicht wenig. Mehr geht es gar nicht. Dass das hier keine Insel ist und keine Oase, versteht sich von selbst. Aber das, meine ich, bedarf durchaus auch der Feststellung und vielleicht auch einer gewissen Traditionspflege. Unbenommen. Aber Herr Püther, machen Sie nochmal, Sie sind ja nicht nur Professor an der Universität Stuttgart, sondern auch Leiter der Forschungsstelle Ludwigsburg, die sich ja auch jetzt sozusagen um die wissenschaftliche Aufarbeitung der NS-Verbrechen kümmert. Und Sie haben ja vorhin auch mal eine These geäußert, die sich nicht nur auf den Widerstand bezieht, sondern auch sagt, naja, in Stuttgart gibt es nicht nur besonders viel Widerstand, sondern auch besonders wenig Täter. Wenn man jetzt auf der Ebene der Haupttäter schaut, gibt es dafür aus Ihrer Sicht, die sich ja professionell damit beschäftigt, auch eine Erklärung? Ist das wirklich signifikant auffallend, dass sozusagen alle großen Nationalsozialisten einfach nicht aus Stuttgart kommen? Das hat erklärbare Ursachen. Wenn wir zum Beispiel schauen auf die NSDAP, die ja durchaus auch als Kampfgemeinschaft konzipiert war und wo die Gauleiter jede Möglichkeit hatten, über ihr Gau hinaus wichtige Aufgaben im NS-Vernichtungsbetrieb zu übernehmen. Nehmen wir den Gauleiter von Trübingen, Fritz Saukel, der sozusagen für die Deportation zuständig war. Also wenn man sich danach drängte, wenn man hier rief, dann hätte man sich profilieren können. Der Gauleiter von Württemberg, Wilhelm Mohr, hat nicht hier gerufen. Der ist sozusagen ein Führer der Provinz geblieben und im Unterschied zum Gauleiter von Ostpreußen, Erich Koch, der sozusagen Reichskommissar in der Ukraine wird. Also gibt es viele Möglichkeiten, sich in dem System, auch im Vernichtungskrieg, mit Zusatzaufgaben der Vernichtung sozusagen selbst zu versehen. Davon kann hier in Württemberg keine Rede sein. Hier war man sozusagen im positiven Sinne
provinziell verhockt und es hat einen nicht danach gelüstet. Und wenn wir zum Beispiel anschauen, wer in der NSDAP sich für höchste Posten schon in der späten Weimarer Republik warm gelaufen hat. Ein Hermann Göring, der aus Bayern kommt, es kommen sehr viele aus Bayern, aus Rosenheim, dort ist er geboren. Da ist kein einziger aus Württemberg Stammler darunter, was möglicherweise auch daran liegt, dass Gregor Strasser, der wichtigste Rivale Hitlers, mit Fritz Kien einen Finanzier und guten Freund hatte, der aus Württemberg stammt, aus Trossingen. Also die Württemberger NSDAP war keine NSDAP, die sich in unmittelbarer Nähe Hitlers befand. Es gab keinen führenden württembergischen Nationalsozialisten, der in irgendeiner Weise führernah war, was immer wichtiger wurde, um in diesem System aufzusteigen. Dasselbe gilt für den Apparat von Himmler. Das sind die Ursachen, warum man hier sozusagen sich im Geiste der Provinz wohlgefühlt hat. Herr Müller, können Sie da mitgehen? Oder und heißt ja aber nicht, dass es nicht auf lokaler Ebene dann doch eine ganze Menge an Tätern gibt? Ja, Sie finden natürlich unterhalb dieser Ebene, ich habe den Wirt angesprochen, das ist jetzt nur ein relativ prominentes Beispiel, weil er es eben zum Inspekteur der Vernichtungslager der Aktion Reinhardt gebracht hat. Wir haben kein Polizeibataillon. Ganz normaler Männer, wie es Browning gesagt hat, die waren, glaube ich, aus Hamburg, die da eine Blutspur gezogen haben. Wir haben natürlich aber eben gerade einige, die aus der Polizei über die Krankenmorde dann auch in den Massenverbrechen des Ostens landen. Der Stuttgarter Chemiker Albert Wittmann, der dann ins Kriminaltechnische Institut des Reichssicherheitshauptamtes gegangen ist, war an der Entwicklung der Gaswagen beteiligt. Wir haben im Auschwitz-Prozess natürlich auch einen, dass dieser Exzesstäter, den Boger, der da, also auf dieser Ebene findet man natürlich eben auch genügend, auch so, ich denke, unspezifisch ist es eigentlich. Natürlich, ansonsten kann man auf, der Befund ist ja nun eindeutig, an dem ist ja nicht zu rütteln, den Herr Pütter beschrieben hat, dass eben tatsächlich auf dieser Ebene, auf der allerobersten Ebene sozusagen keiner aus dieser Garde stammte, die, ich habe es ja auch vorher gesagt, eben eher dann nach 25 auch selber nicht auf die Beine gekommen ist, sich nicht profilieren konnte und Mohr war nun tatsächlich in mehrerer Hinsicht nicht in der Lage, sozusagen hier zu rufen. Ja, vielen, vielen Dank schon mal. Noch bevor wir zum Ende kommen und zur Abschlussfrage, muss ich doch noch mal einen Exkurs machen, Herr Pütter. Und zwar, den haben wir eigentlich das letzte Mal sträflich vergessen. Das müssen wir uns mal ankreiden, wir zwei. Sie haben ja ein Projekt für die Erforschung des Fußballs und sind ja ein absoluter Kenner des Fußballs, der in Stuttgart ja auch immer eine große Rolle spielt. Ja, wie ist denn das mit dem Fußball, den Fairness-Aspekten und welche Rolle spielt der Nationalsozialismus? Das ist doch auch die Zeit, wo er eigentlich so richtig zum Volkssport wird, oder? Nein, der Fußball wird zum Volkssport in der Weimarer Republik. Denn das ist ein Staat, der unter anderem den Samstag als arbeitsfreien Tag vorsieht. Also der Fußball profitiert vom der 5-Tages-Woche, 40-Stunden-Woche. Und in den 20er Jahren wird der Fußball zum Massensport. Also ist kein nationalsozialistisches Produkt. Es gibt natürlich Vereine, um die entscheidende Frage in den Blick zu nehmen, die sich im NS-System sehr wohl gefühlt haben. Und der erfolgreichste Verein, sozusagen das der FC Bayern des NS-Fußballs ist Schalke 04 gewesen. Es gab keinen Verein, der mehr Meisterschaften errungen hat und ein Verein, der nicht so ganz regimefern gewesen ist. Und es gab viele Vereine, die sich sozusagen bevor der Aria-Paragraph eingeführt wurde, sozusagen dem Regime an den Hals geworfen haben. Fußballerisch ist der VfB Stuttgart in der NS-Zeit kein Verein, der so ganz oben anklopft. Es ist Provinz, es ist sozusagen die Zweitklassigkeit. Sie haben ein gutes Stadion, das übrigens auch bedroht wird von den Expansionsplänen von Daimler. Das spielt auch eine wichtige Rolle in diesen Geheimpapieren, die ich jetzt hier habe, dass also auch der VfB-Platz irgendwann verschont wird. Dort
dort finden Länderspiele statt, in der Adolf-Hitler-Kampfbahn, da finden Länderspiele statt. Übrigens das letzte Heimspiel einer deutschen Fußballnationalmannschaft im Zweiten Weltkrieg hat hier in Stuttgart stattgefunden. Das 1:0 hat Paul Janes erzielt, der Verteidiger mit dem harten und strammen Schuss, Rekordnationalspieler vor Uwe Seeler. Also, das ist normal. Turnfest, Leibesübungen, Sport. Stuttgart hat mit dem Stadion eine Stätte. Aber der Stuttgarter Fußball ist nicht in dem Maße Erst- und Spitzenliga-reif. Und der VfB Stuttgart hat es nie bis ganz nach oben geschafft. Was aber vielleicht eine Voraussetzung war, um dann in den 50er Jahren meisterschaftsmäßig durchzustarten. Ja, vielen Dank für diesen Exkurs. Letzte Frage, Herr Müller. Ja, der Herr Püter hat die letzte Sitzung mit der interessanten Frage beendet, ja, und mit dem Gedankenspiel, wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, an dieser Stelle, und wieder über den Nationalsozialismus, das braune Stuttgart reden, wie braun es eigentlich ist. Wir haben heute festgestellt, dass es vielleicht ein bisschen weniger braun ist als so manch andere vergleichbare Großstadt in Deutschland. Welche sind die Themen, die es jetzt zu beackern gilt, die neuen Perspektiven, von denen glauben, dass wir entstehen? Vielleicht haben Sie ja selber Forschungsvorhaben. Welche Dinge wird es zu diskutieren geben? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Herr Püter, meine ich, hätte mal gesagt, Historiker sind die rückwärtsgewandten Propheten, nicht die vorwärtsgewandten. Also ich denke, also es war ja die letzten Jahre, war ja das Thema Volksgemeinschaft, das große Thema der Forschung eingeleitet oder jedenfalls ein Motto hat Uli Herbert geprägt, indem er gesagt hat, es geht sozusagen, da wäre das heute fast ein Kontrapunkt in der einen oder anderen Ecke gewesen. Es geht nicht eigentlich darum, wer war dagegen, andersrum, also sozusagen die große Beteiligung eben zu betonen, und zwar auf einer anderen Ebene, wie jetzt sozusagen expressis verbis bekunden und hier diese ganzen differenzierenden Schattierungen. Ich glaube, ohne dass ich jetzt das näher beziehen kann, angesichts dieser jetzt aktuellen Spaltung der Gesellschaft eigentümlich ist ja das falsche Wort, aber mit seltsamen Bezügen, wenn man jetzt auch beispielsweise den gelben Stern okkupiert, wenn man sich selber in eine Widerstandstradition setzt von den eher schwer als Querdenkenden, dann mag das natürlich sozusagen sehr viel stärker dann so eine Rückwirkungen auch auf Forschungsthemen haben. Insgesamt glaube ich, gerade in das sehr stark, was auch die Erinnerungskultur dann betrifft, dieser Konflikt eben auch, diese Konkurrenz, die jetzt durch den Kolonialismus auch mit, wie ich finde, zum Teil sehr seltsamen Begleiterscheinungen, Cancel-Kultur als Stichwort, dass das natürlich sozusagen spannend wird, wird das zurückwirken auf die, und dann wie? Also wie gesagt, ich kann nur so ein paar Rahmenbedingungen oder Fragen stellen. Ansonsten, wenn man jetzt zurückblickt auf die Forschung, so hat sie eigentlich immer auch wieder neue Felder entdeckt, die es wert waren, erforscht zu werden. Sie hat nicht sozusagen sich am ewig Gleichen sozusagen abgearbeitet. Und deswegen bin ich überzeugt, dass wahrscheinlich gerade auch mehr in die Gesellschaft, das wäre vielleicht auch für Stuttgart beispielsweise noch mal ein Thema. Da gab es Ansätze, wir hatten da auch so einen Gesprächskreis, wir haben mal noch eine Podiumsdiskussion nachgeholt, die wir dann übertragen haben. So richtig stringent ist es nicht geworden, das wäre eigentlich auch jetzt speziell für Stuttgart das kulturelle Leben in dieser Stadt. Das kann natürlich zunächst mal an den Institutionen festmachen. Das Kunstmuseum hat jetzt einen Aufschlag gemacht. Von den anderen großen Tankern sozusagen haben wir eigentlich da auch noch keine Untersuchung, und daran hängen dann ja die vielen kleinen und freien, also dieses kulturelle Leben, das würde ja auch ganz gut in unsere Frage nach Kontinuität und Diskontinuität passen, das könnte auch noch ein Thema sein, aber mit den Prognosen, wie gesagt, ist es zumal jetzt in dieser Situation, die vielleicht rückwirkend von Aktualitäten gestimmt wird, immer dann so eine Sache. Ja,
rückwärtsgewandte Propheten zu sein, ist schwierig, geht mir genauso. Also Herr Müller, Sie haben mein volles Verständnis. Herr Püter, wir können aber ganz einfach nach vorne schauen in folgender Dinge, dass es hier eine dritte Folge unseres Podcasts geben wird. Und es wird um, ja vielleicht, ich nenne das jetzt mal die komplizierteste aller Zeiten der deutschen Geschichte geben, die kompakt, also wo in jedem Falle in der kürzesten Zeit unglaublich viel passiert, die Weimarer Republik. Ja, machen Sie mal ein bisschen Vorfreude auf. Ja, also das, was kommt. Weimar ist spannend, weil sich in so wenig Jahren, in 14 Jahren so viel tut. Natürlich Krisen, Katastrophen, aber auch faszinierende Entwicklungen, nicht zuletzt in der Kultur. Stuttgart ist Architekturhauptstadt mit der Weißenhof-Siedlung. Da nirgendwo ist so viel Avantgarde verwirklicht worden. Und Stuttgart ist auch einmal für kurze Zeit Sitz der Reichsregierung beim Kapp-Putsch 1920. Da flüchtet die Reichsregierung aus dem putschistischen Berlin in das republikanische Stuttgart. Also, wenn man so will, ein Rückzugsort, insofern vielleicht etwas Besonderes. Und es wird sich vielleicht lohnen, der Frage nachzugehen, gibt es vielleicht nicht nur eine Weimarer Republik? Warum alles nach Weimar benennen? Nennen wir doch die erste deutsche Demokratie um und sagen Stuttgarter Republik. Das ist mein unbescheidener Vorschlag. Ich finde den Vorschlag ganz hervorragend, wenn man eine kleine Ausstellung zu. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Müller. Vielen Dank, Herr Professor Füter. Es war mir eine Freude, ein großartiges Ende. Wir machen weiter mit Folge 3. Ein Besuch im Stadtarchiv, nochmal unabhängig davon, lohnt sich immer. Und da sind auch garantiert noch eine Menge archivarische Schätze, die noch nicht gehoben sind, zu allen erdenklichen Themen, nicht nur zum Nationalsozialismus. Und ich glaube, es gibt keinen größeren Kenner der Bestände als Herr Müller. Schreiben Sie dem ruhig mal, wenn Sie da Hilfe brauchen. Und ich kann den Besuch nur wärmstens empfehlen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Freuen Sie sich mit uns auf Folge 3. Reisen Sie mit uns in die Stuttgarter Republik. Vielen, vielen Dank.